das Außenbild passt nicht zum Innenbild. Ich bin eigentlich mit mir total sauber und ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und wie es so läuft. Ich kann mich gut leiden. Aber dann habe ich da so eine komische Hülle drumherum, die passt nicht zu dem Rest. Und deswegen habe ich gedacht, so irgendwie muss es jetzt mal losgehen. Willkommen zu einem neuen Interview. Und ja, wir sind wieder zu dritt. Jenny neben mir, ich und Cecilia. Cecilia. Ja, und ich fange gleich mal an. Stell dich am besten ganz kurz vor. Wie alt bist du? Familienstand? Wo kommst du her? Okay, ich bin schon 43 Jahre alt, bin verheiratet und habe 4 Kinder. Okay, und wann und wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wann ist wahrscheinlich so im Herbst, nehme ich an, so letzten Jahres. Und ich habe das im Internet, poppte das irgendwann auf. So, klar. Nee, wirklich, ist so. Ja, nicht über Instagram diesmal. Nee, ich glaube nicht. Nein, ich bin da nicht wirklich aktiv. Nee. Und irgendwie wahrscheinlich, weil mein Handy weiß, was ich suche. Okay. Also es war schon länger irgendwie Thema, dass ich immer mal so überlegt habe, es wäre ja mal dran. Und dann habe ich so gedacht, die alten Wege, die ich so hatte, die funktionieren nicht, also muss ich mal nach was anderem gucken. Klickst einfach auf die nächstbeste. Ich gucke einfach mal, was der da zu melden hat, der sagt raus. Okay, das heißt, du hast uns gesehen, wie lange hat es dann gedauert? Also hast du dich sofort gemeldet oder hat es eine Zeit gedauert? Hast du erstmal bei Google nochmal gegoogelt, wer ich oder wer wir eigentlich sind? Oder wie lief es ab? Das habe ich in der Tat gemacht. Also ich bin dann auf die Homepage und habe geguckt, was macht der da eigentlich? Und dann habe ich so gedacht, oh, viel zu jung für mich. Im Sinne von, woher kann der? Also das merke ich jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen, dass man selbst irgendwie älter wird, weil die Leute, die Dinge anbieten, mit denen man so zu tun hat, die sind alle so viel jünger. Ja. Und dann dachte ich so, aber gut, der ist auch groß, der wird wissen, was er macht. gut. Ja. So war es letztlich wirklich. Ja. Und dann stand da, man könne ein kostenloses Telefonat führen. Dann habe ich gedacht, ich würde schon gerne wissen, was der Spaß kostet, so einfach mal, um eine Idee zu haben. Habe ich aber nirgendwo gefunden, habe ich so gedacht, das werden sie mir schon sagen. Ja. Genau, und dann habe ich angerufen, das war vielleicht 2 Tage später. Das ging relativ schnell. Okay, das heißt, du hast den ersten Eindruck gemacht und gar nicht lange gefolgt? Nee, also gefolgt sowieso nicht, weil ich diese ganzen Social-Media-Dinge alle nicht aktiv nutze, so demzufolge. aber genau, und dann habe ich das gemacht. Dann hatte ich ein wunderbares Gespräch mit Anna. Ja, genau. Anna. Und Anna hat sehr aufmerksam zugehört einfach. Also das ist das, was mir hinterher auch dann in dem Folgegespräch aufgefallen ist, dass sie wirklich gehört hat, was ich gesagt habe. Ja. Das fand ich geil. Ja. Habe ich dir schon eine Frage gestohlen? Nein. Okay. Ich hoffe, also, Anna sieht das hier. Nein. Nee, das hat mich wirklich überzeugt, muss ich echt sagen, weil ich so dachte, der Punkt sozusagen, es würde für jeden funktionieren, egal in welcher Situation er steckt. Und da habe ich so gedacht, dazu muss man gut zuhören. Und dem war so. Also das fand ich echt gut. Mhm. Und dann hast du das Beratungsgespräch mit Diana. Mhm. Ja. Und da gab es die Geschichte, ist der Mann noch mit dabei? Waren es 2 Gespräche oder war das alles in einem Gespräch? Nee, das haben wir hintereinander weg. Das war Samstagmorgen irgendwann. Wir waren alle irgendwie noch ein bisschen müde. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen ausgepläuscht und auch da waren die Fragen relativ detailliert, fand ich, wo ich so dachte, okay, die haben offenbar echt einen Plan, wo das hingehen soll schon. Also und da hatten wir aber vorher schon entschieden eigentlich, dass ich es auf jeden Fall auch mache, also dass das Ding dann gleich einen Haken bekommt an dem Tag. Also ich mache immer, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann mache ich das eigentlich gleich. Dann muss ich, weil 5-mal überlegen bringt mir dann auch nichts. Also was hat dich denn da überzeugt, dass du sofort sagtest, ja, das mache ich? Na, erstens mal, weil ich es wollte. Also ich wollte irgendwie das loswerden, was da nicht hingehört hat. Und vorher, nachher Bilder blenden hier ein. Haben wir welche? Ja. Nicht gut, nicht gut. Und zweitens, weil ich so dachte, dass wenn die sagen, dass das klappt, dann wird das schon klappen. Hast du also uns auch schon da hingehend vertraut? Also ich habe so, das ist ja immer das Ding, ne? Wenn man, ich habe ja schon vorher mal irgendwann auch abgenommen,
Das funktioniert natürlich, aber was für mich letztlich irgendwie der Punkt war, dass es ohne große Kasteiung funktioniert. Also, und das war ja auch so. Mhm. Also dieses zu wissen, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht, war immer irgendwie, darauf hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich das. Was hast du vorher gemacht für Dinge? Ich habe Weight Watchers gemacht. Ja? Ja. Okay. Das habe ich auch ziemlich erfolgreich gemacht, so. Mhm. Aber da, ich habe gemerkt, ich meine, die Programme, die machen ja immer neue Programme und neue Programme. Mhm. Was ich nervig finde, weil immer, wenn man eins verstanden hat, muss man sich ein neues überlegen. Das, was soll das? Also das fand ich hier eigentlich auch ganz gut zu wissen, so dass das funktioniert. Mhm. Und dass man nicht irgendwie alle 2 Jahre wieder was Neues sich überlegen muss. Und ich hatte das noch auf dem Schirm und dachte, wenn die ein neues Programm haben, wird das alte ja funktionieren. Aber ich habe festgestellt, dass es nicht mein Programm war und dass das nicht mit dem zusammengepasst hat. Vielleicht bin ich ja einfach auch ein bisschen älter geworden. Mhm. Okay, und was war die Meinung deines Mannes? Hat er gesagt, okay, ich empfehle es dir nicht zu machen, aber wenn du es möchtest, dann mach's. Oder hat er gesagt, nee, Mann, ich stehe da voll hinter. Wie war das? Also er hat schon gesehen, dass ich so unglücklich war mit dem Körper und dem Rest und hat aber auch immer gesagt, du machst so, wie es für dich gut ist. Mhm. Und natürlich haben wir es besprochen, weil es natürlich ja auch eine finanzielle Kiste ist. Aber er hat dann gesagt, wenn du das machen willst, dann machen wir das. Aber ich möchte nicht. Da hatte er noch in Erinnerung, wie das bei Weight Watchers war, dass sozusagen alles abgezählt ist und niemand irgendwo drangehen darf. Und dass er gesagt hat, er möchte nicht, dass alle jetzt irgendwie beim Essen schlechte Laune haben. So. Und das war die Voraussetzung. Das hat ihn auch relativ schnell irgendwie, also es ist schon so, dass ich oft abends am Abendbrottisch dann auch nochmal, weil ich, wenn ich nicht warm gegessen hatte, ich warm esse und alle anderen Brot essen müssen, finde ich natürlich ein bisschen doof. Mhm. Aber das hat sich eingespielt, das wissen die Jungs jetzt und dann ist das so. So. Mhm. Okay. Manchmal muss ich auch was abgeben, leider. Und warst du, als wir begonnen haben, noch misstrauisch? Also war da noch eine Skepsis da oder war das so, dass du in Zusammenarbeit gestartet bist ohne Skepsis und Misstrauen? Ohne, völlig. Also das war irgendwie, ich habe gesagt, ich mache das jetzt und wenn es das nicht ist, muss ich halt dick bleiben. So. Ja. Ja. War das Gefühl auch dann die ganze Zeit durchgängig, also von Anfang an, dass du auch merktest, dass das läuft, das ist gut, ich habe da nicht nur das Vertrauen. Also es ging ja auch relativ schnell und es war ja auch so, dass man, also durch diese ganzen Erklärungen und Begleitungen auch wusste, was passiert da jetzt im Körper oder warum geht das am Anfang so schnell, warum geht es irgendwann vielleicht nicht mehr so schnell. Und das war einfach klar. Und es hat eben relativ schnell gut funktioniert. Und die Laune war irgendwie gut. Okay, das heißt, waren Zweifel da oder wann war so der Zeitpunkt, wo du dann das Gefühl hast, Mensch, ich habe keine Zweifel mehr daran, dass es funktioniert oder dass es jetzt für mich der richtige Weg ist? Ich glaube, wie gesagt, Zweifel an sich hatte ich gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, die wissen, was sie machen. Mhm. Und weil man ja schon auch sieht, von nichts kommt es nicht. Ne? Also nur zu sagen, so, ich mache es so weiter. Und das habe ich ja schon relativ schnell mitbekommen, als ich meinen Plan hatte und als ich wusste, ich muss jetzt auch Sport machen oder ich sollte auch Sport machen. War mir schon klar, dass sich da natürlich was verändert. Aber also deswegen hatte ich keine. Ich habe für mich wirklich beschlossen, mit der Überweisung, dass das jetzt losgeht. Und dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass es funktioniert. Ja. So. Ja. Und den Rest habe ich in eure Hände gelegt. Was würdest du sagen, oder warum hast du dich jetzt für uns entschieden und nicht für irgendein anderes Programm? Also was haben sie dir... Die Dinge, die dir dann wichtig waren in der Zusammenarbeit, wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt die Zusammenarbeit beginne, das und das ist das, was ich so ein bisschen auch erwarte oder mir wünsche. Also ich glaube, was ich gut fand, was ich vielleicht gar nicht so oft in Anspruch genommen habe, war einfach diese Verfügbarkeit, dass klar war, wenn ich was schreibe, und das war auch wirklich so, hatte ich in der Regel spätestens in einer halben Stunde eine Antwort, wenn nicht sogar viel früher. Also dass man einfach auch alle Fragen, die man hatte, alle Zweifel, sofort ausgeräumt oder eben auch nicht ausgeräumt bekommen hat, je nachdem, was das Thema war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin nicht alleine unterwegs. Wenn ich jetzt was nicht weiß, dann frage ich einfach schnell und dann kriege ich da eine Antwort, mit der ich dann weitermachen kann. Mhm. Ja, also dieses Wissen, dass da jemand online immer verfügbar ist, das war eigentlich ganz gut. Ja, wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und deinen Coaches beschreiben?
Wehe, du sagst jetzt was Falsches. Nein. Nee, doch, das war, das, ich hab am Anfang, also mein allergrößtes Problem war, dass ich dachte, wenn der Jan in jeder Gruppe ist, wie viele tausend Nachrichten hat er am Tag und kann er die überhaupt alle lesen? Das regeln wir nachher. Das will ich noch wissen. Nö, also ich habe die zwei Damen da am Start gehabt und ich glaube, dass das echt gut funktioniert hat. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja immer so eine, also ihr habt es ganz gut ausgesucht, so ein bisschen was Ruhigeres und ein bisschen was, also ein bisschen was nicht so Ruhigeres. Bin ich nicht ruhig? Und, nein. Und ja, ich glaube manchmal und in die eine Richtung habe ich immer das, also es war, ich wusste auch immer, wer mir antworten wird, bei welcher Frage. Also das war immer irgendwie klar schon und das ist auch gut so. Also das war super. Ja. Hast du dich also gut auch betreut gefühlt sozusagen? Ja, also und vor allem, wenn man dann, es passiert ja nicht selten, dass man dann einfach so 2-3 Tage mal nichts gesagt hat und dann war immer so die Frage, hallo, bist du noch da? Wie geht's dir? Was ist los? Und das immer eigentlich immer schon morgens, wenn ich das Handy angemacht habe, war immer schon irgendwie bing, wo ich dann so dachte, ah ja, da war ja noch was. Genau. Ja. Aber ohne, dass es jetzt unangenehm war. Ich hatte nie das Gefühl, dass mich jemand gängelt oder mich jemand kontrolliert. Klar haben die Damen schon gesagt, trägst du mal bitte deine Daten noch nach, dann können wir wissen, wo du gerade bist. Ne? Mhm. Aber in meinem Telefon hatte ich sie, wie gesagt, bei mir hatte ich sie auch immer. Ja? Ja, also, aber theoretisch könnte man sie ja auch dann gleich übertragen, aber das passt nicht immer. Ja. Apropos passen, weil du ja sagtest, dass auch, ja, du es immer nachgetragen hast, liegt wahrscheinlich auch einfach in der Natur der Sache, dass du ja einfach einen stressigen Tag auch so ein bisschen hast. Ich meine, Job, Familie, 4 Kinder, das war wahrscheinlich auch nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Wo hast du jetzt für dich festgemacht, dass das mit dem Coaching aber gut klappen würde und auch geklappt hat, das so zu vereinbaren? Erstens mal habt ihr es gesagt. Ja. Also, war Fakt. Ich meine, die Frage ist ja, woher nehmt ihr das? Ja, also so, und dann habe ich so gedacht, das will ich doch mal sehen, ob das klappt. Und das war ja auch der Punkt, wo ich gesagt habe, sie hat einfach gut zugehört. Sie hat die Dinge auch, also ich glaube, dass sie nicht nur gut zuhört, die sitzt da, glaube ich, echt an der richtigen Stelle, muss ich so sagen, sondern auch gut kombiniert, was man damit eigentlich noch sagt. So, ne? Also viele Dinge hatte ich gar nicht explizit gesagt und sie hat sie doch gehört. So, ne? Und da habe ich so gedacht, die haben das offenbar mit breiten Leuten ausprobiert, mit einer breiten Truppe. Und ich probiere das jetzt einfach. Es war mir ja nichts. Also ich meine, dick war ich ja. Also was sollte passieren? Also mehr werden konnte es von allein. Also es war sozusagen für mich die Möglichkeit, jetzt zu probieren, nochmal was anderes zu machen. Und einfach ein bisschen ganzheitlicher zu gucken. Ja. Und wie hast du das denn mit der Familie vereinbaren können für dich? Was war da jetzt eventuell anders als vorher? Als du dann das Na, erstmal gar nicht so viel. Also, weil ernährungstechnisch auch nicht? Doch, schon. Also ich habe nach wie vor, ich frühstücke halt nicht zum Beispiel. Ja. Ich hasse Frühstück. Und ich frühstücke nur am Wochenende aus Liebe zu meiner Familie mit denen, weil da einfach Zeit ist so. Da sitze ich dann und frühstücke auch irgendwas. Aber ansonsten esse ich nie vor 12 irgendwas. Weil mir, nee, will ich nicht. Und das hat eben gut reingepasst. Das haben wir einfach auch so ausgeplant. Und die anderen Sachen, da haben wir dann einfach geschaut und es gab bestimmte Sachen, die ich dann so zusammen probiert habe beim Kochen, wo dann die Jungs gesagt haben, darf ich mal probieren? Und dann habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann, Mama, kannst du das mit dem Huhn mal kochen heute? Ach, so, ja. Und jetzt ist es einfach so, dass wir bestimmte Dinge für alle einfach so machen. Ja, so. Ja. Und ich, bestimmte Sachen mache ich mir dann immer noch mal so extra. Manchmal schummel ich den Kindern auch irgendwas unter, ohne dass sie es merken. Ja. So. Gemüse wahrscheinlich. Ja, Gemüse passt super in den Kartoffelbrei, ohne dass man es gut merkt. Clever. Und ja, also es sind so Sachen. Aber ansonsten, für die ist das auch jetzt in Ordnung, dass ich gegebenenfalls einfach auch was anderes auf meinem Teller habe. Das ist okay, solange sie die anderen Sachen essen dürfen. Ja, ja. Also ein relativ häufiger, ich sag mal, Bedenken von Interessenten. Ich habe... Wie ist das dann? Ich habe auch Kinder. Funktioniert das dann noch? Weil da muss ich dann immer alles getrennt kochen? Muss ich dann doppelt oder dreifach kochen, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeite? Nee, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass man es nicht muss. Man kann insgesamt, also man macht es sich einfacher, wenn man einfach irgendwann guckt und sagt, ich koche das jetzt für alle. Mhm. Ja? Schadet den anderen ja auch nicht. Außer, dass ich sie vielleicht nicht mögen. Das Problem wäre ja bei mir dann auch da. Genau, ja? Also ich möchte ja auch Sachen essen, die ich mag. So. Ja. Und
Ansonsten, das ist wirklich kein Problem gewesen, fand ich. Also wie gesagt, manchmal, da hatte wie gesagt mein Mann wirklich Sorge, dass er gesagt hat, dass das eben diese Essmahlzeiten irgendwie, also die Essmahlzeiten, die Mahlzeiten irgendwie durcheinander bringt oder dass es unentspannt ist. Ne? Ja. Aber das hat er auch neulich nochmal zu mir gesagt, dass das eigentlich erträglich war. Das ist super. Wie ist es denn jetzt? Ist es nach wie vor so, dass er das alles eigentlich so auch ja, so handhabt, dass es genauso geblieben ist wie im Coaching? Oder hast du jetzt noch mal ein bisschen was modifiziert oder angepasst, auch jetzt ernährungstechnisch? Nö, es läuft ja noch ja, es ist zu ja, Ende. So. Ja, genau, jetzt ist aber ja noch nicht, das muss ich ja noch machen. Anpassen muss ich noch. Nö, also eigentlich läuft es noch. Und ich wird auch sagen, wahrscheinlich genauso bleiben, auch über das Coaching hinaus, oder würdest du sagen? Das will ich hoffen. Wäre der Plan. Ja, also ja, es ist so ein bisschen, ich habe ja immer schon mal so ein bisschen, passiert ja automatisch, wenn man dann nicht seine eigene Waage hat, ne, wenn man unterwegs ist. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, was weiß ich, was die da wiegt. Also da habe ich ja überhaupt keinen Vergleich gehabt. Ne? Aber und man unterwegs ist und nicht selbst so richtig seine Mahlzeiten selbst plant, sondern mitplant, weil man irgendwo ist. Aber das hat, trotzdem ich dann vielleicht einfach zwischendurch mal 3 Tage oder so nicht getrackt habe, trotzdem gut funktioniert. So. Weil man ja einen gewissen Überblick hat, man kriegt eine Idee, was bestimmte Dinge. Ja, ja. Ne? Also man weiß, was man sonst so isst und dann, ne? Und ja, man kriegt auch ein gutes Gefühl für die Menge, finde ich, irgendwann. Ja, ja. Okay. Jetzt hast du ja, glaube ich, im Beratungsgespräch gesagt, dein Ziel, oder im Erstgespräch ja auch schon, dein Ziel wären 80 Kilo. Ja. Also nicht abnehmen, sondern dahin kommen. Dahin kommen. Genau. Jetzt sind wir auch sogar schon ein Stück drunter. Jetzt hast du ja, glaube ich, dein Ziel nochmal neu gesetzt. Ja. Warum glaubst du, hat es diesmal dann funktioniert? Ich glaube, der Leidensdruck war groß und ich wollte das. Ja. Also, was ich sagen kann, ist, dass mich diese Mindset-Geschichte unheimlich angesprochen hat, weil ich immer in letzter Zeit am Spiegel vorbeigegangen war und gesagt habe, das Außenbild passt nicht zum Innenbild. Ich bin eigentlich mit mir total sauber und ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und wie es so läuft. Ich kann mich gut leiden. Mhm. Aber dann habe ich da so eine komische Hülle drumherum, die passt nicht zu dem Rest. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, so irgendwie muss es jetzt mal losgehen. Ja, ja. Und es war einfach dran. So, und dann hat das alles so ineinander gespielt. Passiert ja nichts aus Versehen. Meistens nicht. Nein. Genau. Mir hat noch so eine Frage ein bisschen, ich hatte noch eine Frage, die mich so ein bisschen interessiert hat, wie das Umfeld eigentlich auch so jetzt im Nachhinein auch drauf reagiert hat. Vor allen Dingen, ja, ich meine, du hast jetzt auch wirklich einen langen Abnehmweg, ich meine 26 Kilo jetzt schon und bald wären es noch 2 und dann hast du es ja geschafft. Ja, das ist schon wirklich ein Meilenstein. Das geht ja nicht einfach so an deinem Umfeld spurlos vorbei, sozusagen. Nein. Das muss ja auch irgendwo aufgefallen sein. Wie haben die anderen Kollegen, Freunde, Familie darauf reagiert? Wie man so reagiert, ne? Ja. Also, bist du krank? Genau. Der Klassiker, genau, ne? Ganz klassisch. Also wirklich, ich meine, es ist ja momentan ein bisschen schwieriger, weil man ja immer mit Maske unterwegs ist, auch im Arbeitsfeld. Die eine Kollegin kam an meiner Bürotür vorbei, man hörte die Schritte und plötzlich brachen sie ab und sie kam zurück, guckt rein und sagt, bist du das? Ich so, oh Gott, sind sie krank? Mhm. Ich so, nein. Und das haben ganz viele gesagt, dass sie sozusagen sich nicht sicher waren, nun jetzt vielleicht auch in der momentanen Situation sowieso. Ja. Und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch, wie hast du das gemacht? Also es fällt natürlich auf, ohne Frage. Also es fiel schon damit auf, ich bin ja gar nicht mehr in Jeans gegangen zum Beispiel. Ich habe ja nur noch Kleider getragen, weil es einfach bequemer war und man da kaschieren konnte, ne? Alles schön. Und dann, dadurch, dass ich die eben einfach auch immer selbst genäht habe, war es ja auch überhaupt kein Problem. Also deswegen schlich das auch so, ne? Dass man immer die nächste Größe brauchte, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Ja. So, weil, ne, wenn du in den Laden gehst und nichts mehr kriegst, dann, oder in bestimmten Läden und dann in den nächsten gehen musst für die großen Größen, dann merkst du das schon. Und so war es, meine Güte, war ja alles auf dem Papier zum Abpausen, ist ja egal, ob man. Ja. Jetzt ist ja auch eine Person durch deine Empfehlung zu uns gekommen. Wie war das? Hast du das öffentlich kommuniziert? Hey Leute, ich bin jetzt im Barmann Coaching gewesen und habe da eine ordentliche Summe investiert oder nee. Wie hast du darüber geredet? Ja, das habe ich an meine Haustür geschlagen. Nein. Naja, es ist schon so, dass man ins Gespräch kommt, weil es ja viele Leute gibt, die das auch gerne hätten. So. Und sind wir mal ehrlich, alle wollen wir das natürlich ohne viel Aufwand haben, oder? Am besten, ja. Und dann war eben die Frage, boah, wie hast du das gemacht? War jetzt auch wirklich ein kurzer Abstand und so weiter. Ja. Und dann habe ich das erzählt, so dass ich gesagt habe, also ich habe mir was geleistet. Ja. Und
Ja, und dann kam man ins Gespräch und dann hat meine Freundin mich nochmal angerufen oder wir haben uns nochmal gesehen und dann hat sie gesagt, erzähl mal was, so jetzt muss ich noch mehr wissen, was machen die da? Und dann habe ich gesagt, du weißt ja, ich brauche das gar nicht erzählen, du kannst da anrufen und dann hörst dir an und dann entscheide. So. Ja, genau. Und dann, und ich glaube, da war es auch so, dass ihr dieses Integrieren in den Alltag und in die Lebenssituation einfach gut getaugt hat. So. Und die macht das. Das konntest du ihr sozusagen auch da schon gut vermitteln. Das konnte ich ihr sagen, dass das super funktioniert. Ja. Wie geht es dir eigentlich gerade? Aber wenn ich es genau wüsste, also 8 auf jeden Fall, 10 irgendwie so in dem Dreh, ein bisschen hat sie ja noch. Ja. Allerdings hat die, glaube ich, auch nicht ganz so einen langen Weg. Okay. Aber sie sagte vorhin, ich habe ihr vorhin geschrieben, habe gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hannover. Und da sagt sie, sie auch bald. Schöne Grüße. Und sagte, dass sie es sozusagen eben in ihrem Tempo macht und dass aber ihre Lebensqualität schon unheimlich gestiegen ist. Also, dass sie sich einfach viel wohler fühlt und zufriedener und so. Und das machen eben schon so die Ersten. Und sie sagte, bisher haben jetzt nicht so, also ihr Mann natürlich, der sitzt ja an der Quelle, aber noch nicht so viele Leute sie jetzt darauf angesprochen, aber sie sagt, ich weiß es, ich sehe es und das reicht. Ja. Würdest du also auch rückblickend sagen, für dich jetzt, dass du es wieder tun würdest, um dieses Gefühl auch jetzt mit dieser Zufriedenheit zu haben? Oder? Nein, ich möchte das nie wieder tun müssen. Also wenn du deswegen haben wir sie auch zum Interview gezwungen. Nein, natürlich. Nein, also das ist schon... Dann aber es ist ja auch, wie gesagt, es geht ja weiter. Ja, also eine gute Entscheidung? Natürlich. Nein, auf jeden Fall. Aber auch natürlich fürs Gefühl zu sagen, okay, jetzt passt auch langsam die äußere Hülle mehr auch wieder zu dem Inneren, dass du sagst, total. Bin absolut angekommen. Absolut, auf jeden Fall. Deswegen bist du hier, dass wir dich präsentieren können, voller Stolz. Ja, super. Ja, sehr schön. Was würdest du, ich sag mal, Leuten sagen, die jetzt vielleicht zuschauen und unsicher sind, okay, soll ich das machen? Soll ich da jetzt wirklich, ich sag mal, die Summe liegt ja im unteren vierstelligen Bereich, investieren? Soll ich es bleiben lassen? Was würdest du solchen Personen empfehlen zu tun? Machen. Also. Oder was waren für dich so die Sachen, die dir vielleicht auch Sicherheit gegeben haben, wo du sagst, hey, das und das schau dir mal an, das hat mir zumindest die Sicherheit gegeben, dass ich es machen soll. Haben die Interviews Sicherheit gegeben oder? Schon auch, ja. Mhm. Da guckt man dann natürlich rein und denkt sich so, was reden die? Ich meine, da sitzt ja der Jan daneben. Also ich meine, was soll man sagen? So, nee, aber das ist schon die... Also ich weiß nicht, es war einfach irgendwie, das Gesamte hat irgendwie gepasst, fand ich. Mhm. Also dieses... seriösen Eindruck. Natürlich. Nee, also es ist irgendwie dieses, also dass es eben auch nicht nur um Ernährung geht, ne? Also so wie es eben zum Beispiel bei Weight Watchers ist, klar sagen die auch Bewegung, aber dass man eben auch ganzheitlich auf den Rest schaut, so zu sagen, so worum geht es eigentlich, wo stehst du gerade, was willst du? Ja. Wo willst du hin und wie willst du dabei aussehen, sozusagen? Ja. Also, weil das ja letztlich was ist, womit man sich... oder viele sich einfach nicht so oft beschäftigen vielleicht einfach. Ja? Also es ist immer so, es ist ja auch mühsam, sich mit sich zu befassen und sich vor allem mit den Dingen zu befassen, die man nicht so gut kann. Ja. Also viel schöner zu sagen, ich bin super. Kann man aber leider nicht immer. Ja. Sondern eher wirklich auch mal zu schauen, so an welcher Stelle bin ich denn empfänglich für das, was ich nicht essen sollte. So, ne? Ja. Denn da liegt es ja. Es liegt ja gar nicht an der Schokolade. Die sagt nichts, die tut nichts. Ja. Also die sagt nicht, iss mich, sondern, naja, oder? Ja. Sondern einfach wirklich die Überlegung, so wann nehme ich die denn? So, oder warum nehme ich so viel? Ja. Oder, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt, an den Stellen sozusagen zu schrauben und sich mal mit sich zu befassen. Aber das ist ja grundsätzlich mein Appell an die Menschen. Ja. Also ohne geht's halt nicht. Ist ungemütlich zuweilen. Ja. Gab vielleicht Dinge, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast, die dann im Coaching, ich sag mal, Inhalt waren oder Dinge, mit denen du gerechnet hast, die aber im Coaching nicht da waren? Also traf alles so ein und trafen, ich sag mal, deine Erwartungen so ein dann auch in der Zusammenarbeit oder hattest du überhaupt gar nicht so bestimmte Erwartungen, Hauptsache du erreichst ein Ziel oder wie war da Erwartung und dann tatsächlich die Realität in der Zusammenarbeit? Ich hatte nur die Erwartung, so wie ihr es gesagt habt, ihr werdet mich bei diesem Prozess begleiten, so, und das war so. Okay. So, also, habt ihr erfüllt. Habt ihr erfüllt. Super. Okay, bin gut. Also, nee, nicht wirklich, weil man macht sich eigentlich kein Bild, wie das funktioniert, ne? Also dann,
hat man die Videos, die man guckt, und manchmal denkt man so, weiß ich schon, weiß ich. Ah, nee, doch nochmal, was hat er da gerade gesagt? So, ja, also es sind ja viele Dinge, die man weiß, wenn man einfach schon eine ganze Weile damit zu tun hat. Ist ja nicht so, dass ich immer dick war, so war es ja nicht, ja, also, sondern das blieb mir so hängen von den Kerlen da, so. Ja. Und deswegen war das eigentlich keine, aber also meine Erwartung war, dass ihr versprecht, das wird klappen, und dann habe ich gesagt, das wird wohl stimmen. Wenn er da sein Gesicht in die Kamera hält, dann wird er wohl nicht lügen. Okay, na gut. Dann war es das mit dem Interview. Und dann danke, dass du da warst. Nein. Und wenn du hier zuschaust und vielleicht sagst, hey, bei mir ist es vielleicht ähnlich und vielleicht habe ich bisher mich nicht gemeldet, weil ich bezweifelt habe, dass es vielleicht mit Mann und 3 oder 4 Kindern klappen kann, dann lass uns gerne miteinander sprechen, kostenlos Erstgespräch, janbarmann.de, und dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.